Herr Gül, haben Sie einen Moment Zeit? Ja, klar. Herr Gül, ich habe gerade Ihre Kündigung gelesen. Das ist aber sehr schade, dass Sie uns verlassen wollen. Ja, das stimmt schon. Aber wissen Sie, ich möchte beruflich schon ein bisschen weiterkommen. Und da muss ich jetzt anfangen, sonst bin ich bald zu alt. Das verstehe ich. Sagen Sie, Sie haben zum Ende des kommenden Monats gekündigt. Könnten Sie sich vorstellen, vielleicht noch 14 Tage oder 3 Wochen länger zu arbeiten? Ich muss ja nur schnell einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden. Und dann wäre es gut, Sie könnten die Person noch ein paar Tage einarbeiten. Also, das muss ich mir überlegen. Aber ich denke, 14 Tage gingen auf jeden Fall. Ja, bitte überlegen Sie sich das und geben Sie mir morgen Bescheid. Es ist wirklich schade, dass Sie uns verlassen, aber ich verstehe Ihre Gründe. Danke, Herr Gärtner. Frau Steinmetz, haben Sie für Frau Meckel schon die Daten aus dem Labor bekommen? Nein, noch nicht. Die sollen erst heute gegen Abend kommen. Im Labor gibt es Probleme, weil 2 Mitarbeiterinnen erkrankt sind. Sie hoffen, dass sie die Daten bis heute Abend schicken können. Wann soll die Operation denn sein? Der Termin ist morgen früh um 9 Uhr. Können Sie bitte das Labor anrufen, ob die die Daten nicht schon ein bisschen früher schicken können, weil wir sonst eventuell den Termin verlegen müssen? Okay, ich rufe gleich an. Bis wie viel Uhr brauchen Sie denn die Laborwerte, um sie heute noch anschauen zu können? Spätestens um 17 Uhr. Eleni, kannst du mir helfen? Ich muss heute Nacht unbedingt noch diese Übersetzung fertig machen. Morgen ist der Abgabetermin. Aber ich habe erst die Hälfte geschafft. Und wobei kann ich dir da helfen, Ines? Beim Übersetzen? Nein, aber ich wollte doch heute Abend für uns beide kochen und das schaffe ich nicht. Kannst du etwas machen? Mir würde auch einfach ein Salat reichen. Klar, mache ich. Aber haben wir denn was im Kühlschrank? Das ist ja das Problem. Wir haben fast gar nichts mehr. Ich wollte einkaufen gehen und bin einfach nicht dazu gekommen. Ganz ruhig, Ines. Alles kein Problem. Ich gehe schnell einkaufen und mache uns dann was Schönes. Du bist ein Schatz. Mein Name ist Atu Aido. Ich komme aus Ghana und lebe seit 4 Jahren in Deutschland. Ja, vor 2 Jahren habe ich die B1-Prüfung und meinen Führerschein gemacht und gleich den Job bei Lieferfix bekommen. Mein Arbeitstag sieht meistens so aus. Ich stehe um 5 Uhr auf und fahre mit der Straßenbahn in unser Lieferzentrum. Mein Dienst beginnt um 7 Uhr. Wir haben immer mehr auszuliefern und der Verkehr wird auch immer komplizierter. Gott sei Dank hatte ich bisher keinen Unfall, aber knapp war es schon ein paar Mal. Ja, obwohl der Job ziemlich anstrengend ist, mache ich ihn bisher gern. Ich könnte mir nicht vorstellen, von morgens bis abends in einem Büro zu sitzen. Ich heiße Simon Ranner und bin Busfahrer. Vorher habe ich ein paar Jahre Baustellen-LKWs gefahren. Meistens macht mir der Job Spaß. Natürlich ist auch viel Stress dabei, besonders im Berufsverkehr. In der letzten Zeit gibt es immer mehr Fahrradfahrer und viele halten sich nicht an die Verkehrsregeln. Da gibt es fast jeden Tag eine gefährliche Situation. Aber ich finde den Job gut und mein Arbeitsplatz ist sicher. Busfahrer werden überall gesucht. Hi, ich bin Selma. Ich komme aus Argentinien und studiere in Karlsruhe Ingenieurwesen. Den Job mache ich, um mein Studium zu finanzieren. Voraussetzung ist, dass man ein gutes Fahrrad hat und gut genug Deutsch spricht. Ja, der Vorteil ist, dass du selbst bestimmen kannst, wann und wie lange du arbeitest. Bei schlechtem Wetter fahre ich meistens nicht. Manchmal gibt es echt schwierige Touren, wenn sehr viel Verkehr ist und es keine Radwege gibt. Neulich hatte ich einen Unfall mit einem LKW. Mir ist nichts passiert, aber mein Rad war kaputt. Das hat mich echt erschreckt. Ja, mein Name ist Rosa Bagel. Ich arbeite für eine kleine Spedition.
Wir machen alle möglichen Transporte in unserer Region. Umzüge, Auslieferungen und so weiter. Längere Touren sind selten. Ah, vor ein paar Wochen habe ich Maschinenteile im Hamburger Hafen abgeholt. Das war eine interessante Tour. Ich bin früher im Fernlastverkehr gefahren. Aber dann habe ich geheiratet und Kinder bekommen. Bei meinem jetzigen Job bin ich früh zu Hause. Wenn nicht sowas dazwischen kommt, wie der Unfall neulich. Vielleicht arbeite ich wieder mehr, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Leg die Schreibtischplatte bitte in den LKW hinten rechts an die Seite. Bitte? Ich habe dich nicht richtig verstanden. Die Schreibtischplatte da vorne. Und wohin damit? Mein Gott, hört doch zu. In den LKW hinten rechts an die Seite. Okay, Chefin, machen wir. Gut. Und den Bürostuhl hinten links in die Ecke stellen. Verstanden. Gut. So, die Kisten bitte ganz vorsichtig in den Wagen stellen. Da ist Geschirr drin. Alles klar, wird gemacht. Und wohin damit? Bitte stellt die Kisten vorne rechts an die Seite. Und die Computer hier bitte zunächst mal vorne links hinstellen. Alles gut, Chefin. Hi, Rosa, was ist los? Ich bin in Edesheim, Bahnhofstraße, Ecke Schillerstraße. Die Bahnhofstraße ist gesperrt. Mein Navi ist ausgefallen. Wie komme ich jetzt weiter? Moment, ich schau mal. Also, geradeaus geht es nicht weiter, richtig? Ja. Okay. Kannst du noch rechts in die Schillerstraße abbiegen? Ja, ich stehe fast an der Ecke. Also, dann bieg jetzt rechts ab. Dann fährst du die Schillerstraße entlang bis zur Hauptstraße. Schillerstraße bis Hauptstraße. Da biegst du links ein. Links in die Hauptstraße. Okay, und auf der Hauptstraße fährst du geradeaus. Dann gibt es eine Abzweigung und du fährst leicht links in der Mannheimer Straße weiter. Nach einem Kilometer kommt rechts das Gewerbegebiet. Vor der Ampel rechts abbiegen und gleich wieder rechts. Dann müsstest du die Firma TK schon sehen. Ist Ihnen was passiert? Mir nicht, glaube ich, aber dem Fahrrad und der Pizza. Oh, ich rufe einen Krankenwagen. Ach, nicht nötig. Was war denn los? Haben Sie mich nicht gesehen? Nein, ich stand schon an der Ampel. Und Sie sind ja rechts an meinem Wagen vorbeigefahren. Aber Sie müssen doch in den Rückspiegel schauen. Ich schaue immer in den Rückspiegel. Aber so, wie Sie sich neben den LKW gestellt haben, konnte ich Sie nicht sehen. Ich rufe jetzt die Polizei. Die nimmt den Unfall auf. So ein Mist. Ich muss auch meine Zentrale informieren. Hi, Selma. Wie kann ich dir helfen? Hi, ich hatte einen Unfall. Ein Lastwagen ist an einer Ampel rechts abgebogen und hat mich nicht gesehen. Uff, ist dir was passiert? War alles okay, aber das Fahrrad ist kaputt und die Pizza ist kalt. Mach dir keine Sorgen, wir klären das. Ich habe hier deine GPS-Daten. Es kommt jemand und holt dich. Kommt die Polizei? Ja. Okay. Dann melde dich, wenn der Unfall aufgenommen ist. Wir fahren dich auf jeden Fall in die Klinik zur Untersuchung. Und mach dir keine Sorgen um das Fahrrad. Das ist versichert. Hallo Rosa, bist du schon bei TK? Nein, ich hatte einen Unfall. Oh, schlimm? Eine Radfahrerin, Firma Bikefood, hat sich an der Ampel neben mich gestellt. Genau so, dass ich sie beim Rechtsabbiegen nicht sehen konnte. Vermutlich keinen Personenschaden. Die Polizei ist informiert. Okay, kannst du weiterfahren? Ja, nur ein kleiner Kratzer rechts. Okay, du solltest als nächstes
zu Theka und danach zur Firma Braun, richtig? Ja. Gut, ich rufe beide an und sage Bescheid, dass du dich verspätest. Ruf mich an, wenn du weiterfahren kannst. Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienste. Guten Tag. Hier hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Kommen Sie schnell! Wo hat sich der Unfall ereignet? Hier an der Kreuzung. Ich bin ganz aufgeregt. Was soll ich tun? Bleiben Sie bitte ruhig. Geben Sie mir den genauen Ort an. Ich stehe an der Kreuzung Blumenstraße, Ecke Kaiserstraße. Was ist passiert? Zwei Autos sind zusammengestoßen. Es hat furchtbar... Gibt es Verletzte? Ja, ziemlich sicher. Die Fahrer sind noch in ihren Autos. Ist die Unfallstelle gesichert? Nein, aber hier kann niemand mehr fahren. Okay, wie ist Ihr Name? Brugge. Enzo Brugge. Herr Brugge, bitte bleiben Sie am Unfallort. Der Rettungswagen ist unterwegs und die Polizei auch. Guten Tag, wissen Sie, wo die Buchhandlung Bücherwurm ist? Ja, klar. Sind Sie zu Fuß? Nein, mein Fahrrad steht da vorne. Na, dann geht es schnell. Fahren Sie hier die Hauptstraße entlang. Okay. Da ist aber viel Verkehr. Deshalb fahren Sie am besten gleich die erste links ab in die Grenzhofstraße. Erste links. Die fahren Sie ein Stück und an der dritten Straße biegen Sie rechts ab. Dann sind es noch 150 Meter. Die Buchhandlung ist direkt an der Ecke. Entschuldigen Sie, gibt es hier in der Nähe eine Zahnarztpraxis? Da muss ich überlegen. Zahnarztpraxis. Es ist wohl dringend, oder? Ja, ich habe auf einen Stein gebissen und habe tierische Schmerzen. Ah ja, jetzt fällt es mir ein. Dr. Fischer, die können Sie zu Fuß erreichen. Wie weit? 10 Minuten zu Fuß. Also, wir sind hier am Rathaus. Gehen Sie hier da drüben die Straße rein. Das ist die Rathausstraße. Rathausstraße. Die gehen Sie bis zur alten Schule und nach der alten Schule gehen Sie gleich rechts in die Körnerstraße. Das ist die dritte Straße rechts. Bitte, echt. Die gehen Sie geradeaus bis zu Nummer 34. Das ist die Zahnarztpraxis. Vielen Dank. Nichts zu danken und gute Besserung. Können Sie mir sagen, wie ich von hier nach Neckarhausen komme? Ich will zur alten evangelischen Kirche. Neckarhausen, puh, das dauert. Ja, nehmen Sie die Straßenbahnlinie 5 Richtung Mannheim bis Haltestelle Seckenheim-Rathaus. Wo fährt die 5 ab? Da drüben, gegenüber vom Kaufhaus. Das dauert ungefähr 20 Minuten. In Seckenheim Bahnhof müssen Sie umsteigen. Nehmen Sie den Bus 465 nach Neckarhausen. Steigen Sie am Schloss aus, laufen Sie um den Kreisel herum und weiter die Hauptstraße geradeaus. Nach 200 Metern sehen Sie die Kirche auf der rechten Seite. Guten Morgen, Arthur. Hast du denn gut geschlafen? Ja. Es ist total ruhig bei euch im Gästezimmer. Du, Mia, ich muss doch morgen nach Frankfurt zur Hauptwache. Wie komme ich da am besten hin? Von Edisheim nach Frankfurt fährst du am besten mit dem Zug. Du kannst mit meinem Fahrrad zum Nordbahnhof radeln. Das ist ja super. Danke. Wo ist der Nordbahnhof? Fahr einfach die Badener Straße entlang. Nach 1 Kilometer biegst du rechts in die Lindenstraße ein. 1 Kilometer, rechts, Lindenstraße. Am Ende der Straße, nach ca. 500 Metern, siehst du den Bahnhof. Dort steigst du auf Gleis 2 in den Regionalzug nach Frankfurt ein. Der Zug braucht 50 Minuten bis Frankfurt Hauptbahnhof. Dort nimmst du die S-Bahn zur Hauptwache. Ja, es ist total ruhig bei euch im Gästezimmer. Du, Mia, ich muss doch morgen nach Frankfurt zur Hauptwache.
Wie komme ich da am besten hin? Von Edisheim nach Frankfurt fährst du am besten mit dem Zug. Du kannst mit meinem Fahrrad zum Nordbahnhof radeln. Das ist ja super. Danke. Wo ist der Nordbahnhof? Fahr einfach die Badener Straße entlang. Nach einem Kilometer biegst du rechts in die Lindenstraße ein. Ein Kilometer, rechts, Lindenstraße. Am Ende der Straße, nach ca. 500 Metern, siehst du den Bahnhof. Dort steigst du auf Gleis 2 in den Regionalzug nach Frankfurt ein. Der Zug braucht 50 Minuten bis Frankfurt Hauptbahnhof. Dort nimmst du die S-Bahn zur Hauptwache. Armin! Was ist los? Armin! Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienste. Mein Mann ist bewusstlos. Geben Sie mir bitte Ihre Adresse. Hedwig Mieslinger, Platz 5. Geben Sie mir bitte Ihren Namen. Sandra Poth. In welchem Stockwerk wohnen Sie? Im 4. Was ist passiert? Er hat die Sportschau angesehen. Bayern hat gegen Kiel verloren. Plötzlich hat er schwer geatmet und jetzt ist er bewusstlos. Was soll ich bloß tun? Frau Poth, der Rettungsdienst ist unterwegs. Ich gebe Ihnen jetzt einige Hinweise für Erste Hilfe. Kann ich anfangen? Ja. Können Sie Ihren Mann auf dem Boden auf den Rücken legen? Er ist schwer, aber ja, das geht. Gut, dann öffnen Sie jetzt seine Kleidung, damit er möglichst frei atmen kann. Okay, und dann? Dann legen Sie die linke Hand auf sein Herz und die rechte Hand auf die linke und drücken Sie alle 2 Sekunden fest auf den Brustkorb. Nach 30 Mal drücken, machen Sie eine Pause.